Man soll den Dhikr vermehren. Viel Dhikr machen. Und das unterscheidet einen Gläubigen von einem Heuchler. Subhanallah, einen Gläubigen von einem Heuchler. Ja, ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Allah azza wa jalla sagt, o ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allahs häufig. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Und lobpreist ihn morgens und abends. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa dhakirina allaha kathira wa dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Und diejenigen, die Allahs häufig gedenken, beide Ayat sind in Surat al-Ahzab, und diejenigen, die Allahs häufig gedenken, unter den Männern und unter den Frauen, so hat Allah für sie Vergebung vorbereitet und einen gewaltigen Lohn, das ist das Paradies. Was hat Allah azza wa jalla uns unter den Heuchler, über die Heuchler gesagt? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah azza wa jalla sagt, die Heuchler wollen Allah azza wa jalla betrügen, er aber führt sie herum. Sie werden sehen, wer wen betrügt. Und wenn sie zum Gebet, die Heuchler, aufstehen, weil sie wollen nur von den Leuten gesehen werden, dass sie Gläubige sind, aber sie sind nichts anderes als Heuchler. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, stehen sie nur sehr schwerfällig auf. Diese zeigen sich vor den Menschen und sie gedenken Allahs nur sehr wenig. Und subhanallah, diese Heuchler gedenken auch Allahs nur dann, wenn andere Leute dabei sind. Von alleine würden sie Allahs niemals gedenken.